So, willkommen zurück. Wir haben jetzt hier massig neue Infos erhalten. Ich weiß immer noch nicht, ob Jess wirklich tot ist. Oder ob wir die in der Mine noch wieder treffen. Das könnte ich mir gut vorstellen, jetzt wo Mike dahin unterwegs ist. Gucken wir mal hier. So, Ashley, vielen Dank, Papa. Josh fühlt die Bedrohung, ja. Hä? Wo waren da jetzt ein Neu? Das haben wir doch letztes Mal schon durchgeguckt, eigentlich. Emily hatte nichts, um den Angriff abzuwehren und wurde gebissen. Mike steckte in der Zwickmühle. Das Problem, was ich jetzt sehe, wir haben Matt die Leuchtfeuerpistole gegeben. Und er hat sie gleich abgefeuert. Also halt hätte doch Matt so oder so keine Waffe gehabt, um sich selber wehren zu können. Wie hätten wir das eigentlich verhindern können, dass der stirbt? Ashley hat auf den Psycho eingestochen. Der Psycho verpasste Ashley ein Pfeilchen. Chris hat Josh geschlagen. Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Ashley hat die Tür geöffnet und Chris das Leben gerettet. Aha. Und anders wäre es vielleicht gar nicht passiert, dann wäre Chris gestorben, wa? Scheiße. Emily wurde gebissen. Mike hat Emily verschont. Und wir haben nur noch drei Schmetterlingseffekte. Oha. Josh hat das gemacht, um seine Psycho-Story aufzubauen. Okay, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Auch die Zeitung. Die Zeitung ist gefälscht. Josh hat sie drucken lassen, um den Eindruck zu erwecken, es sei ein Psychopath auf dem Berg. Das war Joshs Stimme. Ah, okay. Also wirklich. Es gab nie einen entflohenen Gefangenen. Aber nie die Notiz auf dem Brief der Mutter? Das wird mich noch interessieren, eigentlich. Ein weiterer Teil von Joshs Lüge. Es gab keinen Psychopathen. Das Licht kam aus Joshs Versteck aus dem Keller. Ah. Der seltsame Mann bei der Lodge war der Kerl mit dem Flammenwerfer. Ah, okay. Das müssen die Wendigo-Sichtungen gewesen sein, die der geheimnisvolle Mann gesammelt hat. Wie viele Schweine mussten sterben, damit Josh seinen Freunden Streiche spielen konnte? Wie hat er die überhaupt hochbekommen? Und Tiere auf dem Berg töten. Oh oh. Josh hat die Axt hier als Teil seines Plans platziert, seine Freunde zu erschrecken. Josh hatte den Plan, all das ins Internet zu stellen. Josh hat die Zeitung gefälscht, um seine Psycho-Story zu untermauern. Psycho-Story. Scheiße. So hat Josh den Fernseher, die Türen und die Beleuchtung in der Lodge gesteuert. Josh brauchte die Eingeweide für seine Todesmaschine, so viel Einsatz für die realistische Wirkung. Josh hatte viele Gelegenheiten, die im Laufe des letzten Jahres aufzunehmen. Josh wollte all das. Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Die Einleitung des Tagebuchs des Kerls mit dem Flammenwerfer. Das Tagebuch enthält eine Beschreibung des Wendigos. Ein Abschnitt des Tagebuchs über den Einfluss des Kannibalismus auf den Wendigo-Fluch. Ein Abschnitt des Tagebuchs über die Geschichte des Berges. Ein Abschnitt des Tagebuchs über den Kampf gegen Wendigos und wie man sie fängt. Ein Abschnitt des Tagebuchs über Biss des Wendigos.
Aber die einzusperren in Käfigen oder sowas, das soll halten? Oh. Josh hat sein Wissen über Spezialeffekte durch die Filmerfahrung seines Vaters erworben. Uns fehlen hier trotzdem noch drei Daten, ey, scheiße. Was ist denn? Was steht da? Nicht verheimlichen. Hier steht, dass der Biss. Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Hier steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr er das hat nicht? Nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst tut hat. Tut mir leid. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Bam. Tut mir leid. Tut mir so, 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 so leid. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Wieso? Verlass den Schutzraum, Inoue. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hä? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Okay, was mir gerade noch so einfällt, er hat ja quasi. Er wollte ja alle verarschen. Ich frage mich bloß zum Beispiel, warum er Sam damit reingezogen hatte. Weil die ja beim Streich gar nicht mit dabei war. Die wollte das ja, glaube ich, noch verhindern. Also hätte sie ja. Wieso fehlt denn da das eine Auge oder sieht es nur so aus? Ist er schon tot? Sam konnte ja gar nicht dafür. Ashley war dabei. Chris weiß ich gar nicht. Der könnte mit Josh in der Küche gewesen sein. Mike, der wurde aber weggeschickt. Jess weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, Matt und M waren dabei, die ja auch nichts davon abbekommen haben. Sie haben mich verletzt. Ich habe keinen verletzt. Sie haben mich verletzt. Na, haben sie aktiv ihn verletzt? Ich habe keinen. Doch, er hat Ash geschlagen. Ich nehme mal links. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Ja, doch, das Auge ist noch da.
Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor der furchtbaren Isolation. Falls sie überlebt. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank! Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg! Wir sind zu spät! Still! Halt! Nicht liegen! Sag Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M! Alter! Fuck, ich kann das nicht. Oh Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Oh ja, da sind wir. Wenn wir jetzt abschließen. Ach so, ich muss ja eh. Oder hätte ich das verhindern können? Hätte ich einfach Kreis drücken können? Ich weiß es gar nicht. Jetzt können doch unsere Freunde gar nicht hinterher. Warum auch immer die jetzt hinterher wollen. Sieht man hier eigentlich die Uhrzeit? Nee. Ashley war in der Zwickmühle und hat die Wahrheit erzählt. Es können bestimmt doch irgendwie alle sterben, oder? Hier waren wir. Ach, stimmt. Klar. Aber was mich gerade irritiert, dann sind wir auch hier durchmarschiert. Aber da war doch hier gleich die Stelle mit den Fässern, oder nicht? Ah, okay, hier, ja. Alles klar. Haben wir einen anderen Blickwinkel hier. Vielleicht sehen wir da noch die ein oder andere Sache. Mich nervt jetzt bloß, dass der Jäger tot ist, ey. Kein Schutz mehr. Aber was hat er eigentlich davon, dass er jetzt hier ist? Gehen wir wieder raus in die Minen? Finden einen Weg durch das... Ja. Ja. Steht ja nicht, dass wir in die Mine gehen. Das hatten wir schon. Glaube ich.
Das Bild hatten wir definitiv. Also kann man sich, also hatten teilweise zumindest nochmal die Chance, Hinweise zu finden. Was denn? Wo sind die Wölfe hin? Ist hier eingestürzt, ne? Da geht's plötzlich rein. Da nicht. An die Tür komme ich gar nicht erst, aber guck mal. Plötzlich könnten wir hier hoch. Das lasse ich aber mal. Ah, wenn ich jetzt mal wüsste, wo ich wirklich lang muss. Oben oder hier unten lang. Nur dreh. Okay. Schreckliches Ding. Und mein Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wie... Okay, ich glaube, das war das Neue mit dem Fluch. Puh. Die Frage ist jetzt für mich so ein bisschen, sollten wir dann jetzt hier nicht rausgehen? Weil er wurde von dem Wendigo ja scheinbar draußen angegriffen, deswegen gehe ich jetzt erstmal... doch hier oben lang. Weil ich glaube, so komischerweise stand ja nur da Gefahrtotem und nicht... Gibt es ein Todestotem? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber das kann er nicht überleben. Ah, oh, hier liegt doch nur was rum, wa? Springen. Okay. Ah. Gabel und Pöbel. Nimm doch die Knarre, Mensch.
Wie? Mehr Munition nimmst du nicht mit? Bist du bescheuert? Muss reichen. Das ganze Ding. Da hätte ich doch mehr eingepackt, ey. Na gut. Hier geht's in der nächsten Folge weiter. Spitze bitte mich. Bis denn.